Rasidas ist tot. Nein. Deimos erschlug ihn in der Schlacht. Und was ist mit meiner Tochter? Kleon schoss Deimos einen Pfeil in den Rücken. Die Wunde sah nicht tödlich aus. Sie könnte noch leben. Malakas, Kleon! Ich töte ihn mit bloßen Händen! Zu spät, Martha. Die Schlange schwimmt bereits im Styx. Meine Familie. Jetzt habe ich nur noch dich. Martha, es gibt noch etwas, das ich tun muss. Ich muss noch mal zu diesem Berg, wo alles begann. Mein ganzes Leben kämpfte ich und rannte davon. Vor der Vergangenheit oder um zu vergessen. So kann es nicht weitergehen. Mein Herz wurde auf diesem Berg gebrochen. Ich muss diese Nacht hinter mir lassen. Ein für alle Mal. Ich komme mit dir. Gib Acht, Alexios. Gib Acht, Alexios. Hier nahm es seine Wendung. Es ist, als wäre ich nie fort gewesen. Cassandra! Am Rande der Welt ruft eine Mutter nach ihrem Kind. Rührend. Cassandra! Bitte! Du benutzt diesen Namen, als würde er mir irgendwas bedeuten. Es ist der Name, den dein Vater und ich dir gaben. War das bevor oder nachdem ihr mich zum Sterben auf diesen Berg brachtet? Es war der Kult. Ich wollte dich retten. Ich tat, was ich konnte. Die Priester sagten, du seist tot. Mir sagten sie, du hättest mich verstoßen. Cassandra! Komm zu mir! Wir sind deine Familie. Gehen wir heim. Familie? Heim? Mein Schwert ist meine Familie. Das Schlachtfeld mein Heim. Ich versprach, sie zurückzubringen, Martha. Doch der Kult hat ihren Verstand vergiftet. Du hast versprochen, mich zu Martha zurückzubringen? Du hast mich nicht hergebracht. Warum sagst du unserer Mutter nicht die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Dass ich auserwählt wurde. Dass ich eine Bestimmung habe. Ich bringe Ordnung in diese Welt. Und du bist nur ein Söldner mit einem zerbrochenen Speer. Du hast keine Bestimmung. Du bist nur ein Werkzeug des Kults. Gut, dass du das sagst. Seit wir uns das erste Mal getroffen haben, versuche ich herauszufinden, was du für mich bist. Du bist Unkraut. Du drohst, alles zu ersticken und zu zerstören, was ich gepflanzt habe. Und Unkraut packt man am besten bei der Wurzel. Cassandra!
ich ein Kind war, fand ich ein Löwenjunges, das in einer Schlinge gefangen war. Ein Freund wollte es befreien. Und dann hörte ich das tödliche Gebrüll seiner Mutter. Ich habe zugesehen, wie die Löwin meinen Freund in Stücke riss. Sogar bei den wilden Bestien schützt die Familie ihre Jungen. Ich liebte dich. Und tu es immer noch. Die, die du liebtest, ist tot. Und meine Bestimmung ist klar. Du kommst mir nicht in die Quere. Cassandra, hör mich an. Du bist meine Schwester. Damals wollte ich dich schützen, doch ich versagte. Ich versage nicht noch einmal. Er gehörte einst unserem Großvater. Du bist daheim. Ich hab Schlimmes getan. Wie wir alle, Cassandra. Ich weiß. Alexios, warte. Danke. Thank you.
Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Der Beste zu sein erfordert mehr als reine Stärke. Eine Ausrede für Schwache. Ich zeig dir, wer schwach ist. Nun, wenigstens ist die Familie wieder zusammen. Ich hole mehr Wein. Nun, das war nicht so schlimm, oder? Unglaublich, dass ich wieder eine Familie habe. Die Wege der Götter sind unergründlich. Niemand weiß um ihre Pläne. Ich glaube, die Götter haben damit nichts zu tun, Barnabas. Ein Krug ist nur so stark wie sein Töpfer, Alexios. Krüge zerbrechen sehr leicht. Denk immer daran. Wer auch in dein Leben tritt, ich bin bei dir. Und die anderen erwarten uns auf dem Schiff. Bin direkt hinter dir. Thank you.
gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Wir brechen auf! So, was jetzt? Wir können ihn jagen. Sieht so aus, als könnte ich mich verteidigen. Wir jagen keine Bären, Herr Volatos. Wir jagen Lügner, Verräter. Du weißt schon, das übliche Großwild. Ah, die schlimmsten aller Bestien. Wo segeln wir hin? Räder steuern in eine beliebige Richtung. Wir finden einen Prozess. Die sind überall. Da haben wir nichts zu verlieren. Nichts außer Zeit! Spüren wir sie auf! Dann setz die Segel. Wir müssen einen Kult zerschlagen. Und auf dem Ding segelst du? Natürlich. Die Adrastea ist ein mächtiges Schiff. Das kommt mir nicht sehr klug vor. Bist du nervös, kleiner Bruder? Von wem? Wo willst du überhaupt mit diesem Wrack hinsegeln? Wohin auch immer der Wind uns führt. Bruder, aufheben! Bereit fürs Anfang. Hm?